Ah, jetzt ist es auch egal, Oma. Jetzt ist es auch egal. Dann nur noch Chris töten und fertig. Wenn Chris denn wirklich die Quelle ist, das... ich weiß nicht. Diese Typen werfen nie was weg, hm? Und kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben, wonach wir hier genau suchen? Tja, die meisten dieser Karren sind wohl schon ausgeschlachtet worden. Nur noch leere Fahrwerke, was uns nicht weiterhilft. Okay, also suchen wir... Motoren? Quasi nach allem, was intakt ist. Geht klar. Okay. Let's go. Können wir zurückgehen? Nee, doch nicht. Dachte schon. Ob man einen fehlenden Kopf als Server fallen kann? Gute Frage. Wenn man den wieder so ransteckt? Müsste man mal ausprobieren. Sonst hätten wir viel Arbeit, was? Versuch keinen Lärm zu machen. Oh, klar. Hast du schon was? Noch nicht. Such weiter. Ich wüsste ja, wo der Verteiler ist. Gut, Jacob, können wir jetzt auch nicht mehr fragen. Oh Mann, ey, da tut mir so leid. Ich wünschte, ich hätte mit den scheiß Schaltern hingekriegt. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt hinkriegen kann. Ich glaube, hätte ich ihn drin gelassen, wäre das so oder so eventuell sogar passiert. Also hätte man mit den Schaltern wahrscheinlich nur hinkriegen müssen. Ärgerlich. Oh Gott. Ja, Bewegungsmelder. Das ist schon mal nix. Ich glaube, hier ist auch nix. Warum ist da Licht an? Hm. Problem. Verdammt! Das muss ich doch öffnen lassen. Hm. Vielleicht in dem Haus. Schauen wir nach. Sie noch irgendwo eine Karte versteckt? Anscheinend nicht. Oh, das ist bestimmt laut. Nein. Klappe, komm jetzt, geh mir. Oh, vielleicht. In einem Videospiel. Boah, das wäre krass, wenn das real sein würde. Will mich aber hier hinten nochmal umgucken. Hier oben ist doch bestimmt irgendwas. Vollmond. Diese Dreckskerle hatten das alles geplant. Naja, eigentlich geplant, dass sie vorher abhaut. Aber irgendwer musste ja den Verteiler klauen. Body Damage. Diese gekritzelte Bitte, etwas nicht in die Bücher einzutragen, klingt ziemlich fragwürdig. Hier muss etwas
Muss es etwas geben, das sonst niemand erfahren soll? Hackett Scrap Metal. Hier sind aber auch viele Hacketts unterwegs. Wer ist T? Der Korb. Sieht aus, als hätten sie die Bücher gefälscht. Komisch. Wow. Du sagst es. Frag mich nur, was hat Chris die ganze Zeit gemacht? Die sind 2 Monate hier. Was heißt, er hat sich mindestens 2-mal verwandeln müssen? War der denn die ganze Zeit im Keller und keiner kriegt das mit? Im Camp, während da Kinder rumrennen? Ich meine, ist für die Kids vielleicht nicht so ungewöhnlich, wenn er mal 2 Abende weg ist, aber... Schon schwierig, da ein Summer Camp zu leiten. Das sieht ja unangenehm aus. Aber da könnten wir durch. Boah, wenn mich da die Oma anspringt, ne? Komm, let's go. Quick, verpack mich da nicht. Außer dunkel. Okay. Gab's irgendwie erwartet. Wie möchte ich wieder zurückgehen und mich da erst umsehen, verdammt. Okay, hier geht's auch noch nach oben. Hier kann man wahrscheinlich sowieso im Kreis laufen, oder? Licht. Okay, keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Da könnten wir hoch, hier könnten wir hoch, wir können überall hoch. Aber da hier überall Licht ist, ist das schon mal gut. Ja, danke, Licht. Können die Viecher hier zumindest nicht so viel machen. Ah, das Gericht. Das Gericht, ein Urteil wird gesprochen. Das verspricht uns diese Karte, richtig? Doch vielleicht ist es auch viel simpler gedacht. Vielleicht kann Urteilsvermögen einen schnell getroffenen Entschluss vor der Abrechnung beim jüngsten Gericht bewahren. Gut. Ja, von hier kommen wir auch überall hin. Wir können auch noch in den Kran hoch. Oh, ich glaube, hier unten sind wir durchgegangen, oder? Ach, keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr, wo wir sind. Schilder. Die zerrissenen und zerstörten Überreste alter Zirkusattraktionen. Die Art nach zu urteilen, wie sie mit dem übrigen Schrott verwoben sind, liegen sie schon sehr lange hier. Kann das sein, dass Chris... Ich meine, den Zirkus gab es ja vor 6 oder 8 Jahren schon. Dass er da eine Attraktion war als Werwolf. Falls er schon so lange ein Werwolf ist. Oder hat die Frau angezündet. Und ist deswegen verflucht. Scarum. Siehst du was, Caitlin?
Gehen wir mal hier hoch. Da. Ja, beste Idee, Dylan. Oh mein Gott. Also, hast du schon mal einen Kran bedient? Ich war mal ziemlich gut bei diesem Krallenspiel in unserer Spielhalle. Die Kids nannten mich den Greifer. Na, nein, Oh, jetzt höre ich's auch. Probier, ob du ihn runterlassen kannst, damit wir unter die Haube schauen können. Komme ich ein bisschen Schutz? Naja, sie hat die Waffe, also. Ach so, er will die Waffe. Schutz. Nee, ich glaube, das sollte kann. Sie sollte die behalten. Kannst du vergessen? Ja. Bitte? Nein, ich stehe hier auf dem Präsentierteller. Aber du bist tough, ich bin weich. Wenn etwas angreift, erschieße ich's, okay? Du musst dich auf deine Aufgabe konzentrieren. Du kriegst das hin. Gut, okay, gut. Ich hoffe, er hat keine Höhenangst. Oh, das wird übelst laut sein, ne? Na gut. Das könnte jetzt lustig werden. Hier jemand nicht gelernt, wie man hinter sich aufräumt. Okay, mal sehen, wie das funktioniert. Okay, gar nicht so kompliziert. Na, Schlüssel steckt noch. Perfekt. Was zum Teufel ist da los? Oh shit. Ein Fehler. Ach, shit. Ist ja nur Caitlin, die unten drauf geht. Dann mal los jetzt. Großartig! Ja, das war laut. Ich habe meine Berufung gefunden. Wurde doch Zeit! Vielleicht können wir ja versuchen, es zum Laufen zu bringen. Oh, Treffer! Oh oh. Ich werde mich da oben einfach im Kran einsperren. Shit. Ja, sie fahren? Oder sitzt sie im Auto? Dann würde ich es auch hochheben. Oh shit, das ist so laut. Was? Shit. Jetzt das Auto hochheben! Oh, okay, okay. Oh Gott. Oh nein! Es kann springen. Shit. Ich hoffe, sie hat die Waffe noch. Hupen bringt doch nichts, oder? Auto schwingen? Versuch's mal. Sorry, Caitlin. Oh shit! Autsch. Oh nein, nicht Caitlin! Bitte nicht! Halt die Schnauze, Mann! Lass das Auto fallen! Aber bitte nicht auf Caitlin drauf! Komm schon, du rostiges Biest! Die Musik im Hintergrund, ey. Das ist so geil! Oh, jetzt fallen lassen. Oh mein Gott. Alter. Ich hoffe, da war nicht noch ein zweiter. Ich hoffe, das war nicht Nick. Aber jetzt ist es auch egal. Oh. Meine Güte. Okay.
Dylan, danke. Du hast mein Leben gerettet. Im Ernst jetzt. Ja, kein Ding. Bin ja gespannt, wen sie auswählen. Was? Was? Für meine Rolle. Film darüber, wie möglich ich bin. Übertreib's nicht. Okay. So. Das war also unser toller Fluchtplan. Okay, zurück zur Lodge. Bist du irre? Besser als hier offen rumzustehen. Los. Ich würde noch einen Verteiler mitnehmen. Wozu sind sie denn da hingegangen? Der Verteiler wird ja jetzt wohl nicht kaputt sein. Oh Mann, ey. So viel zu direktem Anschluss an das Camp in ein Luxus-Spa, Em. Oh, sie ist im Keller. Was liegt hier rum? Nichts kommt durch diese Tore. Also, wieso habe ich Angst? Vielleicht ist schon was hinterm Tor. Die wollte ich dort hier angucken. Guck mal an. Jemand will vertuschen, was hier passiert ist. Oh, ich glaube, da lag Max rum. Gott, ist da dunkel. Richte doch mal dein Handy richtig aus. So. Jetzt kann ich auch was sehen. Alle. So. Ah. Der Hierophant. Mein Baby, siehst du, was sie uns antaten? Dieses Grauen, er ist da draußen ganz allein. Und am Vollmond jagen sie ihn, gewappnet mit Silber. Denken sie, brechen damit einen Fluch, den sie selbst heraufbeschworen, als sie mit meiner Show vor 6 Jahren abfackelten. Ah, okay, das war mal eine meiner Theorien doch richtig. So dumme Kinder, kleiner Silas, mein kleiner weißer Wolf. Ich muss ihn beschützen, du darfst nicht diesem Weg folgen. Hast du verstanden? Ich habe dir doch die ganze Zeit geholfen. Also müssen wir nicht Chris töten, sondern Silas, der aber eigentlich verbrannt ist? Also sind wir alle am Arsch? Weil die Hexe ist ja noch da und die sucht ihren Jungen. Obwohl, der Junge könnte vielleicht auch noch als Wolf irgendwie durch die Gegend rennen. Vielleicht ist er auch noch nicht tot, ich weiß es gerade nicht. Cool. Schön, dass wir schon die halbe Hackett-Familie umgebracht haben. Ich sag doch, Chris war nicht die Quelle, ey. Es wäre auch zu einfach gewesen. Und wenn wir den irgendwie noch fast kriegen, dann bringt das eh nichts. Wunderbar. Okay, ich meine es ernst. Ich verschwinde von hier. Oh, richtet. Boah, Alter, hör auf damit, der Mann. Richte doch nicht das Handy auf dich, Mann. Unangenehm, ey. Ach, mir ist schon so warm hier. Jetzt wird mir nur noch wärmer. Okay, Chris scheint hier schon mal nicht... Oh, Ian könnte hier noch drin sein, obwohl ich habe keine Ahnung, wo Ian ist. Hier geht schon mal eine Leiter nach oben. Merken wir uns. Was hatten wir hier links? Seht ihr das? Die Sicherung fehlt. Was ist das? Silberkugeln. Ich glaube, das erklärt die Sache mit der Sicherung. Diese scheiß Jäger sind überall. Na, die Silberkugeln hat eigentlich nur Laura.
Und, na gut, wer weiß, wer von der Hackets Familie noch. Weil Emma wohl traurig ist, wenn sie herausbekommen, was mit Jacob passiert ist. Die wollte ihn doch eh loswerden. Na, ich glaube, man ist trotzdem sehr geschockt. Hallo, kleine Falltür. Wohin führst du? Ja, müsste ja. Ganz schön viele Falltüren, nicht ganz normal. Ins Büro. Okay. Von Chris. Oh, ich hoffe, sie stürzt jetzt nicht ab. War da nicht eine Sprosse locker, als Nick oder so darunter ist? Oder Dylan? Hm. Genau, hab ich mir gemerkt. Okay, sie ist schon mal nicht abgestürzt. Also mal Spaß ist auf jeden Fall vorbei mit ihm. Außer sie steht auf Leichen, aber das wäre seltsam. Das ist aber immer noch mitten in der Nacht, ne? Wie spät ist das denn jetzt? Spiel? 2:05 Uhr. Oh, scheiße, ey. Ah, die halbe Nacht vor uns. Mal sehen, ob sie hier durchkommen. Mann, das ist riesig. Muss mich ein bisschen ausruhen. Dir geht's bald besser. Cool. Ich fühle mich ganz gut eigentlich. Was ist los mit dir? Stopp jetzt. Du, riechst du das? Nein. Die Wolfsgene kicken rein. Lass uns einen Weg nach unten finden. Mm. Einen Weg zu Chris Hackett. Oder einen Weg raus, vielleicht? Ich hab echt genug. Es reicht. Ja. Und einen Weg raus. Fein. Ich glaube, wir müssen eher die Hexe irgendwie finden. Wer oder was ist das da drüben? Ja. Ist das zufällig krass? Ja, wir müssen ja den Fluch lösen bei der Hexe. Du bist halt nicht, du stehst noch da, okay. Hier ist aber sonst auch nichts, was ich mir angucken kann. Okay. Vorsichtig. Ja. Haben die halt noch nicht gesehen, wer da sitzt? Oder bilde ich mir das nur ein? Ich geh mal links. Oh, hier komme ich nicht durch. Ah. Was war das? Ich denke. Ist das Ian oder Chris? Oder Nick? Ich denke, das ist Chris Hackett. Ich wäre mir doch nicht so sicher. Das ist ja noch besser. Oh, shit. Ja, wunderbar. Noch einer. Gut, der Kopf wäre gleich auch erledigt. Silberbeschlag. Ah. Bobby! Die Waffe! Bobby hat gerade andere Probleme. Ja.
Der hält ein kurzes Schläfchen. Aber tun die dem überhaupt was? Er ist da jetzt auch... Shit. Ich hab gedrückt! Shit! Alter, ist mir egal! Ich hab gedrückt! Ich hab wirklich R2 gedrückt! Oh nein! Gegenseitige Zerstörung, ja. Ich hab gedrückt. Das ist deine Chance. Ja, ich hab gedrückt! Hattest die Chance zum Sieg über die Drecksfamilie und hast versagt. Macht nichts. Ist ja noch Zeit. Wir könnten es noch schaffen. Passiert ist passiert. Lass uns jetzt nur noch nach vorn schauen, okay? Die Sonne. Das Versprechen eines neuen Tages. Ach, ist mir warm hier, ey. Es bleibt noch Zeit, die Nacht wohlbehalten und zu überstehen. Ich hab gedrückt, Oma. Taten, dein Leben stehen hier auf dem Spiel. Nun musst du allein den Weg finden, trotz Dunkelheit und die Sonne wieder aufgehen sehen. Doch direkt der Run, in dem alle... Ich hab gerade überlegt, ob ich's machen soll. Jetzt ist eh vorbei. Gesprochen. Das verspricht uns diese Karte, richtig? Doch vielleicht ist es auch viel simpler gedacht. Vielleicht kann Urteilsvermögen ein schnell getroffener Entschluss vor der Abrechnung beim jüngsten Gericht bewahren. Alles hat Bedeutung. Jede Entscheidung vermag, die Balance gleich zu erschüttern. Lass dir Zeit. Denk. Überlebe. Vielleicht. Ah, jetzt ist es auch egal, Oma. Jetzt ist es auch egal. Ah, sind nicht mehr viele übrig. Caitlin noch, Dylan. Der hier Emma. Hand. Wo hast du ihn her? Ja, das war's eigentlich. Gut, Nick ist ein Werwolf und... Wo hast du ihn her? Ja, keine Ahnung. Er darf nicht hier sein. Er hat genug durchgemacht. Nein, nein, nein. Was der hier fand? Mein Baby. Siehst du, was sie uns antaten?